Hallo, mein Name ist Doris Pichler und ich zeige euch heute, wie man so eine Patchwork-Karte machen kann. Für meine Karte benötige ich zuerst einmal eine Grundkarte in Weiß. Ich nehme hier eine fertige Karte. Das ist ein Paket, gemischte Karten und Umschläge, Erinnerungen und mehr. Es hat eben große Karten und Kuverts und eben diese kleinen, die haben eine sehr angenehme Größe. Wer es nachbasteln will und das nicht hat, die Karten haben 16,5 x 10,8 cm und in der Mitte gefalzt bei 8,25. Also wer es nachmachen will, das ist die Größe. Praktischer ist natürlich gleich das Fertige mit dem Kuvert dazu. Dann brauche ich Designpapier. Und ich habe das Designpapier genommen. Das gefällt mir so gut und passt meiner Meinung nach perfekt dazu. Und zwar heißt es Woho Indigo. Das ist ein Produktmedley. Ist im Katalog auf Seite 9 zu finden. Und das Papier passt so richtig gut für Patchwork-Karten. Ich habe jetzt da mal was rausgesucht. Ich brauche eben für außen einmal ein dunkelblaues, habe ich in dem Fall, weil es gut dazu passt, marineblau. Dann innen soll es ein bisschen was sein, das etwas dünkler ist, aber trotzdem ein bisschen Struktur hat, also das Weiß auch gut rauskommt. Dann nehme ich dieses Blatt her. Dann als Hintergrund habe ich mir gedacht, wo ich da die Blümchen habe, probiere ich jetzt dieses hier. Und für die Spitzen nehme ich wieder dieses Papier, dieses dunkle, damit es richtig gut heraussticht. Ausstanzen durch das Ganze. Zuerst einmal das dunkelblaue. Dafür brauche ich das größte Wellenquadrat aus den Stanzformen, lagenweise Quadrate. Also hier das größte gewellte Quadrat. Dann das größte gerade Quadrat. Daraus werde ich eben dieses helle schneiden. Und für das Innere brauche ich das drittgrößte Quadrat, also eben das kleinste, das ist das drittgrößte Quadrat. Das hat die Maße 3,5 mal 3,5. Also das ist diese Größe. Und für die Dreiecke brauche ich die gestickten Dreiecke, heißt das, glaube ich, bestickte Dreiecke. Und da nehme ich mir das kleinste Dreieck mit dem rechten Winkel heraus. Und jetzt stanze ich mir mal die einzelnen Teile, die ich benötige, aus. Ich habe jetzt hier einmal das größte Wellenquadrat, dann das größte Quadrat hier drauf. Dann einmal diesen Mittelteil, da kann ich mir jetzt noch nicht entscheiden können, ob ich diesen hernehme oder den schräg geschnittenen. Das müssen wir uns anschauen. Und dann noch 8 kleine Dreiecke. Dann schauen wir mal, ich lege mir es mal her, wie das dann aussehen würde. Ich glaube, ich klebe mal diesen schrägen Teil an. Als erstes nehme ich jetzt dieses größere Quadrat zur Hand, Bleistift und Lineal und zeichne vom Rand herein 1,7 cm eine Linie. Das mache ich rundherum. Geht mit einem Geodreieck geht das am alles schnellsten. Dann nehme ich den Kleber zur Hand, nehme dieses innere, kleinere Quadrat und klebe es genau hier in der Mitte auf. Mit dem Falzbein wieder fixieren, damit das nicht mehr verrutschen kann und auch der Kleber schön verteilt ist. Und dann den Radiergummi nehmen und die überschüssigen Linien ausradieren.
So, jetzt war die Kamera kurz aus. Ich werde es jetzt einfach nochmal wiederholen. Also, ich klebe die kleinen Dreiecke jetzt so an, dass sie genau hier in der geraden Linie weitergeführt werden. Das heißt, ich lege mir genau hier das Lineal an, wo dieses größere Quadrat aufgeklebt ist, so dass es wirklich hier ansteht, und klebe von außen her dieses Dreieck an. Das heißt, es sollte da wieder anstehen und hier genau anstehen. Nicht drüber geklebt sein, also es soll wirklich hier abschließen. Und dann noch einmal fixieren. Das mache ich bei allen Dreiecken rundherum. Und aufpassen darauf, dass wirklich die Kante außen ist. Dass hier diese Linie weitergeht, wenn ich das hier anklebe. So. Wie gesagt, wer sich nicht sicher ist, das Lineal zur Hand nehmen. Und jetzt wird das Ganze auf das große Wellenquadrat draufgeklebt. So sieht jetzt der fertige Patchwork-Stern aus. Ich probiere jetzt nochmal, ob mir das vielleicht besser gefallen hätte. Nein? Also ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Aber wir können es ja fürs nächste verwenden. Jetzt nehme ich meine Karte zur Hand. Lege sie zusammen. Und klebe mir gleich den fertigen Stern darauf. Zwar nach oben kleben und schauen, dass der Rand an diesen drei Seiten gleichmäßig ist. Okay, wieder fest andrücken mit dem Falzbein, damit sich der Kleber verteilt. Und hier herunten ist jetzt noch Platz für einen Spruch. Ich habe mich für den Spruch aus Tropische Träume, alles Liebe zum Geburtstag entschieden. Man kann auch hier zum Beispiel genießt das Leben im Ruhestand, passt auch sehr gut hier drunter. Ich werde das Ganze in Marineblau aufstempeln. Und jetzt genau darauf achten, dass wir das hier ungefähr in der Mitte erwischen. Und oben die Linie ist gerade abgeschnitten beim Stempel. Das heißt, ich kann mich hier so ausrichten, dass ich das oben anlege. Gerade und schauen, dass ich es auch mittig rechts und links hinbekomme und dann einmal abstempeln. Perfekt. Und unser Pferdchen ist damit fertig. Ich habe noch ein weiteres gemacht. Also das war das, was wir am Anfang gehabt haben. Hier ist ein bisschen dunkler noch in der Mitte. So, das kann man dann alles gut variieren. Und hier habe ich noch ein Sonnenkärtchen gemacht. Links in die Mitte. Spruch habe ich da jetzt noch keinen drauf. Ich suche noch einen mit Sonne heraus. Das werde ich dann noch hier anbringen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, eure Doris.